Hallo und herzlich willkommen zu Need for Speed Payback. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mega Bock auf das Game, weshalb ich mir jetzt dachte, ein Let's Play zu machen. Ich habe einiges mit euch vor, es erscheinen mehrere Folgen die Woche, ich mache einen Guide und ein Live-Event ist auch an passender Stelle mit euch geplant, aber dazu dann später mehr. Ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen und würde sagen, wir schauen mal, wo die Reise hinführt. Ich hab schon gewonnen. Ihr wisst es bloß noch nicht. Wer zuerst am Airfield ist, von Straßen war nie die Rede. Zur Werkstatt, da warte ich dann auf euch. Ich dachte, wir fahren dieses Rennen nur zum Spaß. Und wir haben doch Spaß. Der letzte Bestreffs Autos. Da hört der Spaß auf. Wow, ich habe gleich seit dem Benito-Job nicht mehr so begeistert erlebt. Oder? Über den größten Job aller Zeiten? Aber klar doch. Dann leg ich mal einen Zahn zu. Schätzchen, jetzt lernst du fliegen. Wir haben Startfreigabe. Sorry, dass ich großartig bin. Wie du magst. Die Schonfrist ist um. Ich muss sagen, der Anfang ist bis jetzt sehr schön inszeniert. Fällt mir sehr gut. Du wärst vielleicht sogar in Führung, wenn du nicht so ein Poser wärst. Da hast du nicht unrecht. Die Fahrphysik gefällt mir bis jetzt auch ganz gut. Du hast es vollbracht, Jess. Mac zum Schweigen gebracht. Ich schüttle den Kopf vor Empörung. Das ist sehr schön steuern. Denkst du immer noch, du gewinnst, Tal? Ich zock auf einer PS4. Lustig. Muss man dafür nicht führen? Doch, aber mit einem Controller. Nicht schlecht, Mann. Glaubt nicht, dass das noch mal so läuft. Ich bin euch immer einen Schritt voraus. Warum auch immer er da seine Donuts noch ziehen musste. Das war ein bisschen überflüssig. Meiner Meinung nach. Okay, Morgan. Du fährst die Beute. Und sieh zu, dass du es nicht versaust. Hab ich nicht gesagt? Lina Navarro ist der beste Fixer in Silver Rock. Yeah. Der Klang gefällt mir, Rev. Ist das alles dein Werk? Mit genügend Zeit und Hingabe verwandelt ein Künstler jede Schrottkarre in ein Supercar. Mhm. Okay, Leute. Ihr wisst, was jetzt kommt. Party? Trainieren, Mann. Los geht's. Weißt du, was ich damit mache? Ich hole den 65er Mustang und Stats in die Stadt, restauriere ihn zum Besten.
sehr schönes Auto. Das ist doch meine Antwort. Na schön. Ich besorge mir den perfekten Wagen, tune ihn bis zum Anschlag und fahre das ultimative. Ich schätze mal, es wird sich dabei um das ein Trailer handeln. Was ist mit dir, Lina? Ich verschwinde auf diesem Drecksloch. Wo willst du hin? Nach oben. Was? Silver Rock ist doch super. Du kommst nicht aus dem Barrio. Tyler und ich schon. Ach komm, aus uns ist doch was geworden. Klar, vor allem aus dir. Mach schon, Tyler. Da muss mehr kommen. Entspann dich, Lina. Du weißt, ich krieg das hin. Sonst wärst du nicht mit an Bord. Du wirst ein Hypercar voller illegaler Prototypen weglaufen. Also sag mir nicht, ich soll mich entspannen. Das Fahren neben der Strecke finde ich sehr schön. Wo bist du? Aus dem Weg! Ich bin damals beim Björk bereits sehr gut gefahren. Nicht schlecht, Mann. Wenn du den Sprung beim Job ähnlich kriegst, ist alles in Butter. Hoffen wir's. Unsere Küken lernen fliegen. Ich bin so stolz. Jede Gang in der Stadt ist scharf auf die Prototypen in dem Wagen. Ja, aber sie kriegen ihn erst, wenn ich einen Blick unter die Haube geworfen habe. Ich musste all meine Beziehungen spielen lassen, um dich in dieses Recht zu kriegen. Du darfst nicht scheitern. Macht euch keine Sorgen, Leute. Wir sind die beste Crew, die diese Stadt je gesehen hat. Dann lass uns mal Geld verdienen. Wir schaffen das, Leute. Fortune Valley. Ein Spielerparadies in der Wüste. Hier kann man alles kaufen. Sogar Glück. Die Karten und Würfel überlassen wir den Reichen. Wir, die wir im Schatten der Casinos leben, finden unser Glück bei 100 Meilen pro Stunde. Schön inszeniert das Tutorial. Sind alle in Position? Jazz? Ich warte außerhalb der Strecke. Mac? Der Mac Attack ist einsatzbereit. Du nennst deinen Truck Mac Attack? Er nennt sich selbst so. Rev? Bring mir einfach den Wagen, dann erledige ich den Rest. Zeit, uns reich zu machen, Tyler. Ich hab das Ziel im Blick. Der Gambler ist hier. Ja, sexy. Ein perfekter Tag, um Rennen zu fahren. Die Quote für deinen Sieg ist 4-1, mein Junge. Aber ich weiß, dieser Prototyp kriegt das hin, vorausgesetzt. Du kommst mit ihm klar. Seine Elektromotoren und der Twin Turbo V8 liefern dir insgesamt 1500 PS. Ja, ich weiß. Gut gemacht. Du hast dich informiert. Hör zu. Ein zweiter Platz bringt mir kein Geld. Klar? Ich hab ein gutes Gefühl. Vermasel es nicht, Hotshot. Hat er Verdacht geschöpft? Nein, hat er nicht. Scheinbar ist dies das Auto, was wir klauen werden. Königseck. Den bin ich wohl auch gerne mal. Wow, was für eine Leistung dieses Ding entwickelt. Revs getunter Mustang ist nichts dagegen. Tyler, du bist für mich wie ein Bruder. Aber jetzt gerade hasse ich dich. Es heißt, du wärst der beste Racer der Stadt, Morgan. Beweis es. Mach dich bereit, Ty. Du musst den Sprung unbedingt mit hohem Tempo erwischen. Wir haben nur einen Versuch. Sobald du den Sprung machst, gibt es kein Zurück mehr. Mac, ich bin fast am Treffpunkt. Ich hoffe, du bist in Position. Ja, so gut wie. So gut wie? Mac? Halt einfach drauf und gib Gas. Vertrau mir. Es ist soweit, Leute. Versaut es nicht. Mac, ich bin fast da.
Abschussrampe voraus. Houston, wir heben ab. Sprung mit einem 2-Millionen-Dollar Hypercar. Abgehakt. Darf ich nochmal erwähnen, wie sehr ich dich hasse? Was du da fährst, ist bares Geld, Morgan. Bring den Wagen zu Rap. An alle Einheiten. Wir suchen nach einem silbernen Königs-Aggregera. Der Wagen ist extrem wertvoll. Der Fahrer verfolgt den Regera Code 3. An alle Verfolgungseinheiten. Aufgrund des Wertes des Regera muss die Festnahme. Jess, ich hab Cops am Hals. Fahr weiter. 1500 PS. Und die Bullen müssen gute Chancen mit ihren Autos dabei zu bleiben. Was du auch vorhast, lass es sein. Du bringst den Wagen sofort zurück. Oh, stinksauer. Deine Meinstahl, wie lautet die aktuelle Position? In östlicher Richtung durch Millionaire Road. Verfolgung. Also keine Schaden. Wir haben einen Wagen gefunden, er ist in Millionaire Road. Achtung an alle Einheiten. LM1-13 hat die Verfolgung wieder aufgenommen. Jess, wo bist du? Halt durch! Jess! Ich bin hier, Rosa. Sehr schön. Einer ist raus. Bleibt noch ein halbes Revier. Bist du besorgt? Mit dir? Niemals. Zentrale, ein dunkler BMW-M5 rammt unsere Einheiten. Wir brauchen Verstärkung für den Regera. Okay, dann bleibt ihr bleibt hier am M5. Das war der erste Tag, ja. Ich hab sie am Haken und lock sie jetzt von dir weg. Sie werden den ganzen Sektor abwiegeln. Werd sie schnell los. Der BMW M5 hält uns aggressiv vom Regera fern. Er wurde offenbar speziell dafür modifiziert. Verstanden, LM13. Sie haben vollständig für jegliche Verfolgung. Morgen. Wieso ist der Wagen noch nicht beim Rap? An mir kleben noch ein paar Cops. Ich muss so schnell wie es geht verschwinden. Ich hab eine Idee. Leider, Jess. Komm zu mir. Bin unterwegs. Wir sehen uns da. Wo bist du? Ich bin schon fast da. Ich auch. Mac, hast du das im Griff? Ja, bringen wir euch beide hier raus. Ja, geschafft! Schönheit mal zu Rap. Bringst du Ende, Kumpel? Fahr schon, Tyler. Ich kümmere mich um die Kopf. Gut gefahren, Morgan. Deine Crew war die richtige Wahl. Tyler Morgan, 23 Jahre alt. Mutter Sylvia Morgan, Vater leider unbekannt. Keine Geschwister, 6 Monate Jugendhaft wegen Verkehrsdelikten. Ich bin der beste Racer der Stadt in einem der schnellsten Autos der Welt. Du kriegst mich nicht. Da wäre ich mir nicht so sicher, Kleiner. Wir wollten noch weiter geradeaus. Was zur Hölle? Was ist los? Bin fast da. Rev. Die Street Racer sind hier. Ich habe alles gesehen. Danke, Officer. Was hast du getan? Hat Rev nicht erzählt, was der Wagen kann? Meine Käufer zahlen ein Vermögen dafür. Damit kommst du niemals durch, Navarro! Die Cops sind unterwegs. Das Haus lässt schön grüßen. Hey, was ist passiert? Navarro. Mac, kümmere dich um ihn. Ich lock die Cops weg. Aber... Los! Lock, das ging in der Hose. Ty, was machst du da? Ich locke die Cops weg. Bitte, das ist mein Job. Ich habe Navarro an Bord geholt. Das ist meine Schuld. Bring Mac und Rev in Sicherheit. Ich höre den Polizeifunk ab und habe Revs GPS-Tracker. Lass mich dir wenigstens helfen. Fahr Richtung Kanal, aber beeil dich. Die Cops regeln den Sektor ab. Okay, ihr Bastarde. Kommt schon. Kommt schon. Vor dir sind Cops. Wie gleich ab. LM135 schließt die aktuelle Position. Links über den Parkplatz. An alle verfügbaren Einheiten. LM135 benötigt Unterstützung bei einer Verfolgung. Bis bald, Dark Knight. Bis auf. Niemals. Weitere Straßensperren. Fahr scharf rechts und an der nächsten Ecke links. In Richtung Barrier.
schafft es. Klar, keine Frage. Er muss es schaffen. Bin fast da. Zentrale der unsichtbaren Alarmsprung haben wir verloren. Ich bin die Cops los. Dein Plan hat funktioniert, Jazz. Du schwebst dich gut, Tyler. Aber noch bist du nicht in Sicherheit. Die Cops kriegen jede Menge Verstärkung. Sie regeln die gesamte Stadt ab. Jazz, ich habe Zivilfahrzeuge im Nacken. Was? Wo kommen die denn her? Sie kesseln mich ein. Du musst da weg sein. Tyler! Schöne Camaros. Hölle. Wo ist das Auto? Lina Navarro. Sie hat uns verarscht und bringt es dem Haus. Ach so. Du bist nutzlos. Viel Spaß im Knast. Obwohl, willst du Rache? Ich auch. Ja, das wird was. Du bist das Ass, aber ich spiele die Karten aus. Was meinst du damit? Hörst du, die Cops kommen. Du gehst in den Knast, oder? Arbeitest für mich und wenn es dann soweit ist, kriegst du, was du willst. Ist doch fair. Hab ich eine Wahl? Man hat immer eine Wahl. Steig ein. Stell dir vor, neben dir fährt ein echter Traumwagen. Was denkst du dann? Wie viel er kostet? Wie schnell er beschleunigt? Ich sag dir, ich sehe Potenzial. Die Grenzen des Machbaren. Den kurzen Moment, in dem alles auf dem Spiel steht. Ich sehe mich, wie ich gewinne. Morgen! Hallo und herzlich willkommen zu Need for Speed Payback. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mega Bock auf das Game, weshalb ich mir jetzt dachte, ein Let's Play zu machen. Ich habe einiges mit euch vor, es erscheinen mehrere Folgen die Woche, ich mache einen Guide und ein Live-Event ist auch an passender Stelle mit euch geplant, aber dazu dann später mehr. Ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen und würde sagen, wir schauen mal, wo die Reise hinführt. Ich hab schon gewonnen. Ihr wisst es bloß noch nicht. Wer zuerst am Airfield ist, von Straßen war nie die Rede. So, Werkstatt, da warte ich dann auf euch. Ich dachte, wir fahren dieses Rennen nur zum Spaß. Und wir haben doch Spaß. Der letzte Best Raps Autos. Da hört der Spaß auf. Wow, ich hab gleich seit dem Benito-Job nicht mehr so begeistert erlebt. Oder? Über den größten Job aller Zeiten? Aber klar doch. Dann leg ich mal einen Zahn zu. Ich muss sagen, der Anfang ist bis jetzt sehr schön inszeniert. Fällt mir sehr gut. Du wärst vielleicht sogar in Führung, wenn du nicht so ein Poser wärst. Da hast du nicht unrecht. Die Fahrphysik gefällt mir bis jetzt auch ganz gut. Du hast es vollbracht, Jess. Mac zum Schweigen gebracht. Ich schüttle den Kopf vor Empörung. Du musst dich sehr schön steuern. Denkst
Nebenbei erwähnt, ich zock auf einer PS4. Muss man dafür nicht führen? Doch, aber mit einem Controller. Schlecht, Mann. Glaubt nicht, dass das nochmal so läuft. Ich bin euch immer einen Schritt voraus. Warum auch immer er da seine Donuts noch ziehen musste. Das war ein bisschen überflüssig. Hat die Fahrt Spaß gemacht? Hör zu, die Zeit ist noch nicht reif. Ich sage, wann das Spiel beginnt. 6 Monate. Steig aus. Wenn ich auch nur einen Kratzer finde, dann fährst du nur noch den Müllwagen. Dann warte mal auf die Post. Da wird auch noch was ankommen. Okay, Ty. Ab nach Hause. Oh, nö. Können wir nicht alles der Luxuswagen nehmen? Gefiel mir besser. Ah, ich muss nur schnell nach Hause, dann komme ich aus diesen albernen Klamotten raus. Tyler? Hey, schlechte Neuigkeiten, Bro. Der Boss küsst dir den Lohn. Er hat an dem F-Teil von gestern einen Kratzer entdeckt. Was? Hey, ich mach die Regeln nicht. Hör zu, Mann, du musst mir helfen. Ich bin mit der Miete im Rückstand. Hey, hey, glaubst du, ich schwimme in Geld? Hab ich vielleicht ein Porsche-Logo am Arsch? Das ist dein Mist, Bro. Tut mir leid. Hallo, Racer. Ich bin eure Hüterin. Und ihr hört die Stimme der Straße. Live aus der Wildnis von Fortune Valley. Die Straßen rufen nach euch. Sie sind gerade voller erschöpfter Pendler. Aber ihr steckt nicht in der Tretmühle, oder? Ihr seid Racer. Wer von euch kann diese Stadt zähmen? Wer von euch ist dem Rausch gewachsen? Hast du das Zeug dazu? Im Rausch der Geschwindigkeit. Der Outlaws Rush kommt nach Fortune Valley. Nur die Besten der Besten können ihn fahren. Nur der Beste wird ihn gewinnen. Bist du es? Der Outlaws Rush? Ja, schon klar. Nicht mit dem Auto. Ty hier, wegen dieser Straßenrennen. Gib mir die Nummer. Also, ich habe gehört, dein Möchtegern Racer will für das Haus fahren? Richtig. Sag mir einfach wann und wo. Wow, wow, nicht so schnell. Denkst du, das Haus heuert jeden an? Du musst dich erst beweisen. Zeig mir bei ein paar Rennen in der Stadt, was du kannst. Dann kriegst du deine Chance. Hallo und herzlich willkommen zu Need for Speed Payback. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mega Bock auf das Game, weshalb ich mir jetzt dachte, ein Let's Play zu machen. Ich habe einiges mit euch vor, es erscheinen mehrere Folgen die Woche, ich mache einen Guide und ein Live-Event ist auch an passender Stelle mit euch geplant, aber dazu dann später mehr. Ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen und würde sagen, wir schauen mal, wo die Reise hinführt. Ich hab schon gewonnen. Ihr wisst es bloß noch nicht. Wer als erster am Airfield ist, von Straßen war nie die Rede. Zur Werkstatt, da warte ich dann auf euch. Ich dachte, wir fahren dieses Rennen nur zum Spaß. Und wir haben doch Spaß. Hallo und herzlich willkommen zu Need for Speed Payback. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mega Bock auf das Game, weshalb ich mir jetzt
dachte, ein Let's Play zu machen. Ich habe einiges mit euch vor. Es erscheinen mehrere Folgen die Woche. Ich mache einen Guide und ein Live-Event ist auch an passender Stelle mit euch geplant. Aber dazu dann später mehr. Ich wünsche viel Spaß beim Zuschauen und würde sagen, wir schauen mal, wo die Reise hinführt. Ich hab schon gewonnen. Ihr wisst es bloß noch nicht. Wer zuerst am Airfield ist, von Straßen war nie die Rede. Zur Werkstatt, da warte ich dann auf euch. Ich dachte, wir fahren dieses Rennen nur zum Spaß. Und wir haben doch Spaß. Der letzte Best Raps Autos, da hört der Spaß auf. Wow, ich habe gleich seit dem Benito-Job nicht mehr so begeistert erlebt. Oder? Über den größten Job aller Zeiten? Aber klar doch. Dann leg ich mal einen Zahn zu. Dass du es nicht versaust. Hab ich's nicht gesagt? Lina Navarro ist der beste Fixer in. Sei bereit. Gewinnst du, kriegst du die Chance, für den Boss zu fahren. Na dann mal los. Tja, Pech gehabt. Schön die Abkürzung durch die Tankstelle genommen. Diese drei, das ist ein Rundkurs. Drei Runden müssen noch fahren. Aber das sollte nicht allzu schwer sein. Na sowas, ich bin Erster. Eine Runde noch, dann war's das. Ich bin schon fast im Ziel. Da haben wir auch und Rennen 2 gewonnen. Bist du jetzt überzeugt? Ha, gut, du hast bewiesen, dass du fahren kannst. Du kriegst von uns einen neuen Wagen, der auch was hermacht. Navarro krempelt die Straßen um und wenn du dich mit uns gut stellst, kannst du dabei sein. Aber das Haus ist ein Geschäft. Vergiss das nicht. Bestimmt nicht. Gut. Willkommen beim Haus.
Da bin ich mal gespannt, ob wir das in Auto kriegen. Ich hoffe nicht noch so eine Rostlaube. Aber er sagte ja, dass sie was hermachen soll. Schickes Ding. BMW M5. Den tausche ich gerne ein. Okay, das hätten wir. Navarro, jetzt bist du dran. Ich würde sagen, das war's auch schon mit der ersten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hallo Racer. Eure Hüterin möchte euch daran erinnern, die Welt da draußen zu erkunden. Wieso solltet ihr von Rennen zu Rennen hetzen? Fahrt durch Silver Rock und stellt in ein oder drei Aktivitäten ein Ergebnis auf. Es gibt so viel zu tun, womit ihr euch beschäftigen und euren Ruf aufbauen könnt. Damit meinen sie wohl die ganzen Speedtraps. Ich beende diese Folge hier. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Lasst ein Feedback da. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, ein Abo. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der zweiten Folge. Bis dahin.